Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Eine deutsche MMA-Legende, einer der besten deutschen Kämpfern aller Zeiten, hat jetzt seine Karriere beendet. Und das heute Nacht, Freunde, bei Bellator, und zwar Daniel Weichel. Es ist wirklich ein sehr, sehr emotionales Ding für ganz MMA Deutschland, muss man hier an dieser Stelle wirklich sagen. Und im Hintergrund seht ihr auch das Interview von 9 Jahren von Daniel Weichel, wo er seine Meinung und seine Eindrücke mit seinem Manager abgegeben hat in Bezug auf sein Bellator-Debüt, ja, im Jahr 2014, ja, was er da gegeben hat. Und jetzt hat er seine Karriere beendet, und das ist ja auf jeden Fall in vollen Zügen. Leider hat es gestern Nacht nicht gereicht, ja, das Ganze fand in Dublin statt. Dort hat er dann gegen Mats Burnell gekämpft, ja. Daniel Weichel, der jetzt mittlerweile halt 38 Jahre alt ist, legte nach dem Kampf, nach der Decision-Niederlage, seine Handschuhe in die Mitte des Käfigs und hielt eine sehr, sehr herzerwärmende Rede nach dem Kampf, in der er sich bei all seinen Fans, Freunden, Trainern und seiner Familie für ihre Unterstützung während seiner langen Karriere, über 20 Jahre MMA, bedankte. Ja, und Weichel vom MMA Spirit verlässt den Sport mit einer Bilanz von 42-14, davon 10-6 im Bellator-Käfig. Weichel gab sein Bellator-MMA-Debüt bei Bellator 110 im Jahr 2014 und gewann seine ersten 3 Kämpfe, um das Turnier der Saison 10 im Federgewicht zu gewinnen. Er kämpfte 2-mal um den 145-Pfund-Titel, ja, um den Federgewichtstitel, unterlag aber jedes Mal gegen Patricio Pitbull Frère, einmal durch K.O. und das andere Mal leider durch Split-Decision. Und obwohl er seine Bellator-Karriere mit 2 Niederlagen in Folge beendete, konnte er während seiner Zeit bei der Promotion einige beeindruckende Siege einfahren, indem er Kämpfe wie Emmanuel Sanchez, Pat Curran besiegte und bei Bellator 203 in einem Titelkampf im Federgewicht gegen, ja, Pitbull einem Sieg sehr, sehr nahe kam. Darüber hinaus war er auch Mentor, Lehrer und natürlich auch damaliger Schützling, aber hauptsächlich hat er halt viele Leute wie beispielsweise einen Eckerlin auch zum MMA gebracht und dort auch supported, hieß es in einer, ja, in einer Reihe von Interviews schon damals, die von den beiden geführt wurden. Da hat der Eckerlin sich oft bedankt, und ja, auf jeden Fall sagte Eckerlin hier auch auf Instagram, genau wie Max Koga, alle seine Teamkollegen, danke an Daniel Weichel für die ganzen Jahre, die du uns in diesem Sport bereichert hast. Und auch vielen, vielen Dank, großartiger Kämpfer, tolle Karriere, wirklich einer der besten aus Deutschland, ja, wenn nicht sogar die absolute Elite. Schreibt mir auch immer dazu in die Kommentare. Schönen Ruhestand für Daniel Weichel, bis zum nächsten Mal.